Jetzt begrüße ich Sie sehr herzlich und wünsche Ihnen einen schönen, offenen Tag der Türen. Na, umgekehrt. Offene Türen der Tage. Nein, auch nicht. Nein. Also einen Tag der offenen Türen. Jetzt habe ich es. Als Kulturvernetzung Niederösterreich machen wir das heuer im 10. Jahr und wir freuen uns ganz besonders darüber, dass dieses kleine Projekt von den bildenden Künstlerinnen und Künstlern in unserem Bundesland so hervorragend angenommen wird. Bildende Kunst. Es hat mit Licht zu tun, es hat mit Oberflächen, mit Werkstoffen und eigentlich mit der Grenzenlosigkeit zu tun, weil schließt das natürlich ein, dass ich das Material wähle, was sich gerade anbietet und was mich gerade am meisten fasziniert. Der einfachste Ausdruck dafür ist Spielen. Eigentlich spiele ich nur den ganzen Tag. Und je unbefangener ich spiele und je weniger kontrolliert ich arbeite, umso besser kommt mir vor, sind die Ergebnisse. Weil Gold eine einzige Qualität und Schwingung hat. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn ich Freude habe beim Arbeiten, die Freude in den Arbeiten ist und die Freude auf die anderen Leute übergeht. Und dann schließt sich sozusagen der Kreis. Eine Fotografie auf eine andere Art und Weise dargestellt. Eine Landschaft, ein Porträt, nicht gemalt. Und es ist halt eine andere Möglichkeit, was darzustellen. Und dann habe ich irgendwann einmal bei einem Spaziergang die Idee gehabt, dass ich ein Foto nachnehmen könnte. Ich habe ein Foto gemacht und habe es genäht einfach. Nicht nur daran denken, einfach hinsetzen und machen. Und habe mich hingesetzt und habe das erste Bild genäht. In der Küche nähe ich. Trage ich mal alles in die Küche rüber, setze mich hin und fange zum Nähen. Ich bin immer ganz gierig, dass es möglichst schnell fertig wird, weil ich wissen will, wie es dann fertig ausschaut. Das erste Bild, das ich genäht habe, das hat eine besondere Bedeutung für mich, weil es einfach das erste gewesen ist und es ist gut geworden in meinen Augen. Also habe ich auch weitergemacht. Ich möchte perfekt sein. Also der perfekte Künstler. Mir fällt da so viel ein, ich habe so viel Ideen auch. Das ist einfach, das ist ja die Vielfalt bei mir. Regen, Bogen, Etüde zwischen Schein und Wirklichkeit. Ich habe früher sehr viel gezeichnet, bis 30 eigentlich hauptsächlich zeichnet, viele tausende Zeichnungen, um mich auch zu vervollkommnen. Seit 3 Jahren mache ich Duschpinselzeichnungen mit chinesischer Dusche und da übe ich so wie in der Früh und auf Nacht wie ein Klavierspieler seine Etüden macht, tue ich zeichnen. Am liebsten bin ich da halt in der Natur mit so wenig wie möglich an, mit einem riesen Hut und da arbeite ich halt drauf los. Die Sonne tut mich abschatten, die verscheucht die Leute. Die Leute verstehen ja nicht, das ist wie eine Schularbeit. Da kommt wieder her und sagt, haben Sie vielleicht eine rote Sonnenbrille gesehen? Oder wann kommt denn die Müllabfuhr? Alles schon erlebt. Mein Hauptteil ist die Malerei in Verbindung mit den Besonderheiten textiler Strukturen. Also ich arbeite auch spezialisiert auf Stoff. Es entstehen dabei Bilder, Objekte und Art Couture. Das ist eine Bekleidung, die die Kunst tragbar macht. Ich mache nur Einzelanfertigungen. Ich habe das in 25 Jahren entwickelt, weiterentwickelt, immer wieder mit den verschiedensten Techniken. Ich habe immer wieder die Eindrücke, die Jahreszeiten ändern sich. Es ist immer wieder unterschiedliche Sichtweisen, Farben, die dann auch wieder in die Werke einfließen. In Niederösterreich, das ja wirklich ein Land voll Kunst ist. Das Wunderbare ist jetzt, dass an diesen offenen Ateliers wir unsere Nachbarn einbeziehen. Es ist eine besondere Freude, dass auch in diesen Regionen dieses Angebot
sehr gut angenommen wird. Pražské dny otevřených ateliérů byly impulzem k tomu, aby se tato akce začala pořádat i v příhraničních oblastech České republiky, v jižních Čechách, na jižní Moravě a v kraji Vysočina. Je velice zajímavá věc, věc, která je důležitá, protože dokáže otvírat světy nás výtvarníků, lidem, kteří mají světské povolání, aby jsme našli nějaký společný kontakt. Wenn ich wirklich arbeite, bin ich nur auf dieses eine Bild konzentriert, bis es fertig ist und erst dann kann ich mich einem neuen widmen. Das heißt, wirklich dieser ganze Prozess, eine Collodium-Nassplattenfotografie herzustellen, erfordert wirklich komplette Aufmerksamkeit und man muss wirklich die ganze Konzentration einfach nur auf dieses eine Bild richten. Fotograf ist immer so ein allgemeiner Überbegriff als, ich weiß nicht, Bildermacher vielleicht. Was ich so spannend finde an dem Ganzen ist, dass man in der heutigen modernen Zeit der Fotografie mit Digitalkameras und so weiter wirklich noch vom Schneiden der Glasplatte bis zum Beschichten, bis zum Entwickeln, alles passiert von Hand. Also das ist wirklich reine Handwerkskunst oder noch Handwerkskunst. Ein zweiter Grund, warum ich damit so gern arbeite, ist, weil ich die Ästhetik der Bilder einfach mag. Dieser Ausdruck, jedes Bild hat einen eigenen Charakter. Durch dieses von Hand geschaffene wird kein Bild gleich, weil es auf schwarzer Glasplatte fotografiert ist. Man kann es nicht reproduzieren, es ist ein Unikat. Eine Sekunde Belichtungszeit. Ich setze ein, jetzt die Malerei und dann aber auch die Fotografie schon seit meinen Kindheitstagen. Der Film ist dazugekommen Mitte der 80er Jahre. Und jetzt bin ich von den analogen Medien natürlich in die digitale Welt hineingewandert, bin seit 20 Jahren am Computer und bin sehr neugierig und experimentierfreudig, was ich denn jetzt machen kann oder wie ich arbeiten kann, wie ich die neuen Medien einsetze. Ich mache sehr gerne Live-Performances, Live-Auftritte, einfach um auch den Publikumskontakt zu haben. Und dann habe ich wieder den Bogen geschlagen zwischen dem Elfenbeinturm, aber auch zu dem Kontakt zu den Menschen. Ich bin ja nur die Putzfrau und ich sage Ihnen eins, die Frauen sind das Putzende und die Männer das verschmutzende Geschlecht. Fukushima! Die liebsten Motive sind immer die, die man noch nicht gemacht hat. Ich habe mit meinen Fotoarbeiten direkt im Raum Wien, also um Wien herum in Niederösterreich begonnen. Die Kreise sind immer größer geworden. Die Möglichkeiten haben sich verbessert. Also ich bin dann eingeladen worden und meistens bei Einladungen nutze ich die Zeit auch, um dann auch eine kleine Arbeit oder eine größere Arbeit zu machen. Eine bildsprachliche Komposition. Also so habe ich zweierlei Ausrüstungen. Eine für sofort und eine für, wenn man so will, also ganz gezielte, geplante Arbeit. Der Prozess des Komponierens, wie in der Musik vielleicht oder vielleicht auch in der Literatur, passiert eigentlich im Atelier. Ein altes Haus gekauft vor 23 Jahren. Die stimulierende Atmosphäre im Weinviertel, das sollte nicht unterschätzt werden. Ja. Für mich ist die Kunst das Ausleben von Emotionen. Und ich mache keine betrübe dich täglich Kunst, sondern es freut mich, wenn das beim Betrachter ein Schmunzeln auslöst oder positive Gefühle. Und ich glaube auch, dass es nicht wichtig ist, viel von Kunst zu verstehen, sondern entweder spricht mir eine Kunstform an oder eben nicht. Bei diesen einfachen Dingen des Alltags entsteht durch ein völlig verändertes Zusammenspiel ein neues Eigenleben. Gestalte ich aus ausgedienten Gebrauchsgegenständen vergangener Zeiten Skulpturen, Assemblagen und Collagen. Bei den Assemblagen kann es sein, dass ich hunderte verschiedenste Einzelteile einarbeite. Die Natur ist die größte Inspiration. Und es
ist immer, wenn ich einen Spaziergang mache oder überhaupt auf Reisen, dass ich halt mit Schätzen heimkomme. Das ist normal. Also so gesehen ist die ganze Welt für mich Fundgrube. In den Ölbildern verwende ich Pigmente, die ich aus der ganzen Welt zusammentrage. Das fängt bei Englisch, Rot, Ultramarin, Indisch, Gelb, was Gott wo auch immer an, die ich mir selbst herstelle. Ich habe hier in Linderbrunn oben einen Terpentinbauer, sage ich immer wieder, der mir noch in der Qualität eines venezianischen Terpentins Terpentin machen kann. Ich mache mir die Farben selber, vermische sie auch mit entsprechenden Wachsen und anderen Ingredienzien und mache sozusagen die Ölbilder nach alten Rezepturen, nach altmeisterlichen Techniken. Und gleichzeitig arbeite ich aber mit dem Holz, das hat sich auch irgendwie ergeben. Und auf einmal habe ich ganz einfach diese Reflexionen, die ich in dem Ölbild habe, auch im Holz gesehen, worauf ich begonnen habe, vor circa 15 Jahren auch Totems zu machen. Das waren Pfähle, die für sich ganz einfach die Energie oder sozusagen die Symbolik eines ganzen Volkes dargestellt haben. Abgeschlossenheit, Freiheit, die Möglichkeit hier zu arbeiten. Ich bin hier mitten in der Natur. Ich bin hier mit meinen Hunden. Ich bin hier in einer Freiheit, die für mich grenzenlos ist. Wir haben mehr als 1000 Teilnehmer in unserem Jubiläumsjahr. Und das ist der beste Beleg dafür, dass dieses Produkt einfach stimmt. Eine Möglichkeit, mich in der Region darzustellen. Eine tolle Sache ist dieses offene Atelier. Wird bei uns zelebriert. Tolle Plattform. So macht Kunst Spaß. Ich war einmal bei einem anderen Atelier und mir hat das irrsinnig gut gefallen, dass man den Ort, wo das entsteht, kennenlernt. Eine geniale Lösung, wie man diese kreativen Leute mit den anderen Menschen verbindet. Ich nicht nur meine Bilder zeigen will, sondern auch mal den ganzen Entstehungsprozess dahinter. Also ich glaube, dass hier die Kulturvernetzung Niederösterreich etwas Sensationelles erreicht hat. Nämlich die Verbindung zwischen den Menschen und den Künstlern. Mein besonderer Dank gilt dem Land Niederösterreich, seinen politischen Vertretern, an erster Stelle Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kulturabteilung. So ein Projekt kann man nur gemeinsam stemmen und kann man nur stemmen, wenn das offizielle Niederösterreich mit dabei ist, mit ideeller Unterstützung, aber auch mit finanzieller Unterstützung. Na, wie war's? Haben Sie viel für sich geholt? Haben Sie große Eindrücke? Haben Sie Lieblingsbilder? Wir könnten ja nachher drüber sprechen, nicht? Gut.